mich. Ich bin 2018 geboren, mit meiner Sonnenbrille im Gesicht. Also Fuffi 50 ist Fuffi 50 und trägt eine Sonnenbrille und geht sich die Haare zurück und macht Lieder über Liebe, hauptsächlich Herzschmerz. Wir haben heute zuallererst Ciao Amore Mio performt, in einer Akustikversion. Dann haben wir als zweites Lied Party Hardy zum Besten gegeben. Und dann haben wir ein Cover gemacht von Herbert Grönemeyer. Und das heißt Alkohol. Alkohol ist einfach so ein Lied, was ich sehr, sehr gerne mag, was irgendwie, wenn ich das so auf Kopfhörern höre, gibt mir das immer so ein ganz gutes Gefühl. Ja, ich mag diesen Drive irgendwie und weil ich Herbert Grönemeyer einfach so gerne mag, dachte ich so, ist doch eigentlich passend. Alkohol ist das Dressing für deinen Kochsalat. Alkohol, 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 Alkohol. Für mich war es natürlich spannend, diesen Alkohol-Track erstmal abzugeben, weil wir den ja noch nie live gespielt haben. Der ist auch tatsächlich erst vor so ein paar Tagen fertig geworden. Ciao, amore mio, das war echt damals da ganz cool mit dir im Kino. Man darf ja die Romantik nicht vergessen bei Fuffi und deshalb glaube ich, ist es gut, dass wir Ciao, amore mio als so kleines romantisches Candlelight-Lied gespielt haben. Komm, 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 komm her, komm, 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 komm näher, komm, 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 setz dich hin, dann siehst du wie. Bestimmt gibt es Teile davon, die biografisch sind. Zum Beispiel die Katzi. Als ich das Lied geschrieben habe, das war auf dem Land, da ist so eine kleine Katze an mir vorbeigelaufen. Die hatte ganz kurze Beine, nur so. Und die ist über so das hohe Gras gelaufen und man hat nur ihren Oberkörper gesehen. Es war eine coole Katze. Wie ich da an der Bar gestanden gehabt hab, wo ich dich dann gleich entdeckt hab. Wie ich mich gefragt hab, was ich als nächstes mache und sich dein Blick als Superkraft über mein Body geworfen. Wie wenn ich so mit Freund oder Freundin unterwegs war, dann habe ich irgendwie manchmal so gesagt, so komm, wir machen heute Party Hardy. Und irgendwie wollte ich ein Lied machen, wo ich eine Choreografie beschreibe. Also die Strophen beschreiben ja eigentlich sozusagen eine Choreografie teilweise. Okay, Kokett, ich nehme jetzt den linken Fuß und slide mit dem linken Fuß in deine Richtung als Ernährungsversuch. Ich nehme die rechte Hand, tu alle Finger zusammen an meinem Mund, damit du siehst, wie schön ich für dich lächeln kann. Wenn man Heartbreak hat, dann kommt aber, glaube ich, auch vielleicht irgendwann mal die Phase, so, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt mal raus wieder und versuche mich irgendwie abzulenken. Und genau dafür steht auch irgendwie der Song, dass man vielleicht ja mal guckt, was sonst noch so in der Welt geht als der Heartbreak. Und in der Bar. Also das war ja eigentlich auch so der Track, wo ich mal probiert habe, in Anführungsstrichen, ich will es jetzt nicht so benennen, aber so zu rappen oder sagen wir mal schnelleren Sprechgesang irgendwie zu machen. Okay, guck jetzt, ich nehme jetzt meine Hand, ich lege meine Hand in deine Hand, ich guck dich dabei an, ich mach den Anfang, tanzt du schon lange, kennst du mein Geflecht? Als wir hier angekommen sind, habe ich auf jeden Fall gesagt, oh krass, das ist ja echt so ein richtiger Dreh mit so einer riesigen Leinwand und Kränen und so weiter und so fort. Eher trippy fühlt sich das an, von so einer riesigen LED-Leinwand umgeben zu sein. Ich glaube, es gibt einem noch mal Energie und Verstärkung auf jeden Fall. Ja, der Hintergrund arbeitet ja auch ein bisschen für einen, ne? Also deshalb danke Hintergrund, danke Visuals. Ciao, amore mio, amore mio. Ich fand es auch schön, dass es so eine Zusammenarbeit irgendwie war, also dass wir auch sagen durften, was wir jetzt gut finden, was wir nicht so gut finden, dass das Team da auch so offen war. Das war einfach super freundlich, aufmerksam. Und schön und ja, ich finde es total schön, dass wir hierhin eingeladen wurden. Ich glaube, spannend fand ich erstmal auch so zu sehen, was andere Leute, ohne dass man zuvor gesprochen hat, in Fuffi 50 reininterpretieren oder in Lieder, die wir ausgesucht haben. Und was so deren Gefühl sozusagen dazu ist und wie sie das in eine Visualität umsetzen würden. Das war, glaube ich, auch ziemlich inspirierend für uns. Es ist ja auch schön, mal von seinen Sachen mal kurz auszusteigen und vielleicht mal so einen anderen Einfluss zu bekommen. Das finde ich auf jeden Fall auch cool, dass es uns dahingehend auch voll inspiriert hat und man sich mal wieder neue Gedanken gemacht hat. Amore mio.